Hallo, ich bin Melanie, Beauty Editor bei der Glamour und ich heiße euch herzlich willkommen zum Beauty Basics Bootcamp. Hier verraten wir euch alles über die Beauty Basics. Es geht um das Thema Foundation heute und wir starten damit, dass ich dir erkläre, wie du die richtige Foundation für deinen Hauttypen findest. Sprich, hast du ölige Haut oder Mischhaut oder trockene Haut und wie sieht die perfekte Foundation für deinen Hauttypen aus? Bevor man sich auf den Weg macht und eine Foundation kauft, sollte man sich zwei Fragen stellen. Erstmal, was für eine Haut habe ich eigentlich und was braucht meine Haut? Die Bedürfnisse der Haut sind super wichtig, vor allem wenn man auch ein schönes Finish haben möchte. Deswegen solltest du deinen Hauttypen auf jeden Fall kennen. So, was für Hauttypen gibt es denn eigentlich? Wir haben einmal erstens die ölige Haut und die Mischhaut. Die ölige Haut und die Mischhaut machen sich deutlich durch den Glanz im Gesicht, besonders in der T-Zone, das ist die Stirn, der Nasenrücken und das Kinn. Das ist besonders bei der Mischhaut so. Bei der öligen Haut hat man diesen öligen Film, sage ich mal, den Glanz meist auch im ganzen Gesicht. Außerdem sind die beiden Hauttypen großporig und sie neigen auch oft zu Unreinheiten oder auch Akne. Deswegen sollte man unbedingt die richtige Foundation wählen. Und wie sieht die aus? Das Wichtigste ist, dass die Foundation keine Öle und keine Wachse enthält. Die Haut produziert ja eh schon so viel Öl, deswegen würde das Öl, was dann in der Foundation ist, einfach nur auf der Haut drauf sitzen. Deswegen sollte man darauf achten, wie bei dieser Foundation von e.l.f. hier, dass drauf steht, dass sie oil-free, also ölfrei ist. Das steht nicht bei allen Produkten drauf. Manchmal muss man auch in die Inky-Liste gucken, aber bei manchen steht es eben schon prominent drauf. Außerdem sollten die Foundations ein mattes Finish haben, das heißt einen hohen Puderanteil, dann sind sie meistens matt. Außerdem sind matte Foundations auch häufig deckend. Es gibt aber auch Foundations, die quasi nur aus Puder bestehen. Das sind dann Puder-Foundations, also Mineralpuder, wie das hier von Bare Minerals. Der einzige Nachteil, würde ich sagen, bei den Puder-Foundations ist, dass die oft nicht so eine hohe Deckkraft haben. Man kann die zwar gut aufbauen, also in mehreren Schichten, aber die Deckkraft ist oft nicht so gut. Vor allem, wenn man Unreinheiten hat, möchte man die dann vielleicht auch abdecken. Deswegen lieber zu Full Coverage Foundations greifen oder Long Lasting Foundations. Die haben eben auch diesen hohen Puderanteil, das matte Finish und decken auch noch sehr, sehr gut ab, wenn man Sachen kaschieren möchte im Gesicht. Wenn man zu Unreinheiten oder zu Akne neigt, sollte man zu Foundations greifen, die auch antibakterielle Inhaltsstoffe beinhalten, zum Beispiel Teebaumöl oder auch Salicylsäure, wie zum Beispiel die hier von La Roche-Posay. Die findet man, also generell gute Foundations gegen Pickel und Akne, findet man in der Apotheke. Mit denen kann man es nicht nur kaschieren, sondern auch Unreinheiten verbessern. Zusammenfassend bedeutet das für ölige Haut und Mischhaut, dass auf jeden Fall keine Öle und keine Wachse enthalten sein sollten. Die Foundation sollte mattierend und deckend sein. Das sind oft Foundations, die heißen Long Lasting Foundation oder Full Coverage Foundation. Und falls du zu Unreinheiten oder Akne neigst, dann suche nach Foundations mit antibakteriellen Inhaltsstoffen wie Salicylsäure oder Teebaumöl. Der zweite Hauttyp ist die trockene Haut. Die trockene Haut hat oft ein spannendes Gefühl, also die spannt sehr. Außerdem hat man manchmal auch so trockene Hautschüppchen, die auf der Haut drauf liegen. Also die trockene Haut neigt zu kleinen Fältchen, wo sich das Make-up dann auch gerne mal drin absetzt. Was bei der trockenen Haut auch ist, ist, sie wirkt sehr fahl und fast schon gräulich, würde ich sagen. Und man wünscht sich eigentlich nichts sehnlicher als einen gesunden Glow, den zum Beispiel die ölige Haut tendenziell eher hat. Wie sieht die perfekte Foundation für den trockenen Hauttypen aus? Das Wichtigste ist, Finger weg von matten Foundations, denn sobald der Puderanteil in der Foundation höher ist, trocknet das die Haut zusätzlich aus. Das heißt, Finger weg. Man sollte eher auf pflegende Inhaltsstoffe und feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe setzen. Das kann Hyaluronsäure sein, der Klassiker, aber auch Vitamine oder Antioxidantien, die pflegen die Haut und verleihen ihr eben diesen Glow, den man so ein bisschen vermisst. Super sind dafür zum Beispiel 2-in-1 Produkte, also Produkte, die pflegen und abdecken. Wir haben zum Beispiel hier von L'Oréal ein getöntes Feuchtigkeitsfluid, das pflegende Inhaltsstoffe enthält,
aber auch ein Moisturizing Make-up von Estée Lauder hier zum Beispiel. Es kann aber auch ein Tinted Moisturizer sein, einfach pflegende Foundations, die diesen 2-in-1 Effekt haben. Außerdem kann die Foundation auch gerne Schimmerpartikel, sage ich mal, enthalten, die eben für diesen Glow sorgen, weil sie sich in der Sonne reflektieren. Man sollte darauf achten, dass die Foundations, die man kauft bei trockener Haut, gewisse Namen, sag ich mal, tragen. Also wir haben hier zum Beispiel eine Glow Foundation von Dior. Es kann aber auch eine Illuminating Foundation sein, eine Radiance Foundation. Das kann alles Zeichen dafür sein, dass da Schimmerpartikel drin sind, aber auch, dass es eben eine, ich sag mal, leichtere Formulierung ist, eine wässrigere Formulierung, wo die Haut besser atmen kann. Wer aber nicht auf die Deckkraft verzichten möchte, besonders bei einem Abend-Make-up, kann natürlich auch mal zur matten Foundation greifen. Dann empfiehlt es sich zum Beispiel hier auch wieder von Dior so Glow Drops. Das ist ein flüssiger Highlighter. Einfach auf dem Handrücken in die Foundation mixen, mischen. Dann hat man trotzdem einen schönen Glow und diesen Full-Coverage-Effekt von der matten Foundation. Empfiehlt sich jetzt nicht immer, weil die Haut natürlich sehr schnell das Spannen anfängt. Zusammenfassend kann man also sagen, dass man auf jeden Fall die Finger von matten Foundations lassen sollte, lieber auf 2-in-1 Produkte mit pflegenden und feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen setzen sollte, gerne auch auf Formulierungen mit Schimmerpartikeln, und das sind dann Illuminating, Radiance oder Glow Foundations. Dann kommen wir auch schon zum dritten Hauttypen, das ist die sensible Haut. Also die meisten Leute, die sensible Haut haben, wissen das auch schon, weil die ist sehr empfindlich. Sehr reizempfindlich, man hat schnell Rötungen, man neigt aber auch eher zu Allergien und ist da meistens eh schon in der Apotheke unterwegs, wenn man den Hauttypen hat. Bei der Foundation ist es da wichtig, darauf zu achten, dass man auf Duftstoffe verzichtet. Weil Duftstoffe sind etwas, das reizt die Haut extrem, man ist schnell rot. Deswegen auf jeden Fall weglassen und keine Foundation mit Duftstoffen wählen. Außerdem, wie gerade schon gesagt, man sollte sich eher in der Apotheke umschauen, da auch gerne mal beraten lassen. Es gibt mittlerweile schon eine super Auswahl in der Apotheke an tollen Foundations und darauf achten, dass die hypoallergen ist, also die Haut nicht reizt. Und immer schön sanft sein beim Auftragen. Wir haben hier zum Beispiel eine tolle Marke aus der Apotheke. Das ist ein beruhigendes, aber auch korrigierendes Make-up von Avène. Aber auch La Roche-Posay und andere Marken machen tolle Foundations, die eben auch Rötungen korrigieren. Da kann man dann auch zum Primer greifen. Es gibt auch korrigierende Primer, die den Hautton, diese Rötungen so ein bisschen ausgleichen. Hier haben wir tatsächlich eine Marke aus der Drogerie, denn mittlerweile gibt es auch schon wirklich gute hypoallergene Marken aus der Drogerie, Hypoallergenic, wo man auch für sensible Haut wirklich tolle Auswahl findet. Zusammenfassend kann man also sagen, dass man bei der sensiblen Haut auf Duftstoffe verzichten sollte, auf jeden Fall in die Apotheke gehen für die Foundation, weil da kann man sicher sein, dass die hypoallergen ist, weil das ist ein wichtiger Punkt, den man beachten sollte. Und auf jeden Fall auf beruhigende Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Thermalwasser achten. Dann kommen wir auch schon zum vierten und letzten Hauttypen, der normalen Haut. Und wenn man normale Haut hat, würde ich mal sagen, hat man Glück gehabt, weil da kann man eigentlich alles ausprobieren, von matten Foundations bis Illuminating Foundations. Man hat so ein Zwischending aus, bisschen ölig, bisschen trocken. Da lohnt es sich einfach mal auszuprobieren, was das Richtige für dich ist und einfach Spaß haben. Das war's auch schon mit den Hauttypen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und wir sehen uns nächstes Mal wieder beim Beauty Basics Bootcamp, wenn ich euch erkläre, wie ihr den richtigen Farbton für eure Foundation findet. Hier könnt ihr jetzt noch unseren Kanal abonnieren und hier findet ihr weitere Videos.